Und ich begrüße alle recht herzlich zu einem neuen EEB-Talk. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann. Es geht heute mit der Christine Nahr hier neben mir um das Thema Making und Makerspaces. Ein Thema, was vielleicht nicht jedem was sagt, ein Thema, was vielleicht für manche auch recht nerdig auch klingt. Wir nutzen den Vormittag, die Stunde jetzt einfach, um ein bisschen Licht reinzubringen. Die Christine, die hat ganz tolle Erfahrungen mit diesem Thema, hat auch volle Veranstaltungen hinter sich und wird das große, ja, den großen Bereich heute erstmal vorstellen. Guten Morgen, Christine, erstmal herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Ich danke ebenso. Vielen Dank für die Möglichkeit, Tobias, dass ich über ein Herzensthema sprechen kann. Du hast es ja schon angedeutet, wir haben in den letzten Wochen vor allem ganz viel in dem Bereich gemacht und aber auch darüber hinaus. Insofern freue ich mich sehr, dass es geht. Sehr schön, sehr schön. Also wie gesagt, wir werden das Ganze als ein kleines, ja, als Gespräch aufbauen. Die Christine, die wird auch ein bisschen was zeigen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen, Rückmeldungen habt, meldet euch einfach. Ich habe den Chat im Blick. Ihr könnt euch einfach per Audio dazu schalten und mitsprechen. Ja, Christine, Making, das übersetzt heißt machen. Ist das so ein großes Thema? Weil im Endeffekt machen wir doch alle den ganzen Tag immer etwas und selbst diejenigen, die nichts machen, machen was. Weshalb ist das so ein großes Thema und was hat das im Bereich der Pädagogik auch zu tun? Das ist eine total schöne Frage, vielen Dank, weil ich sie mir auch immer wieder stelle. Also tatsächlich, ich bin Medienpädagogin und ich zähle mich sozusagen zur handlungsorientierten Medienpädagogik. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir das ganz oft über Projekte, also Inhalte, die Medienpädagogik auch hat und haben sollte und auch die Förderung und die Vermittlung von Medienkompetenz hat oft etwas damit zu tun, dass wir ganz gerne Individuen, vor allem Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch Erwachsene, je nachdem, anregen wollen, selber etwas zu gestalten. Im größeren Sinne natürlich auch zu sagen, wir sind Individuen, die in einer Gesellschaft leben und möchten gerne Bürgerinnen und Bürger sozusagen befähigen, selbst in dieser Gesellschaft tätig zu sein, selbst aktiv zu sein und selbst gestalten zu sein. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund, der mich in verschiedenen Zusammenhängen schon immer wieder antreibt, immer auch Methoden zu finden, wie dieses Gestalten denn aussehen kann und wie dieses Handeln aussehen kann. Und das kann natürlich auch etwas sein, sich aktiv eine Website zu erstellen und dadurch natürlich auch gewisse Dinge zu verstehen. So etwas oder klassische für die jüngeren Kinder natürlich auch so etwas wie Trickfilme zu machen und dadurch zu verstehen, dass es verschiedene Rollen, Identitäten und so weiter gibt. Also solche Dinge. Und gleichzeitig, ja, das sind so Entwicklungen, gleichzeitig gab es oder gibt es in den USA, aber nicht nur, so gesellschaftliche Trends, sagen wir mal, die jetzt vielleicht, Trends sind ja immer so vielleicht auch etwas, was kurzweiliger ist, vielleicht auch so etwas wie Bewegungen, dass die Leute zurückkehren oder neu entdecken, je nachdem, dass sie Dinge wirklich selber machen. Also so etwas wie, es gibt dann plötzlich so etwas wie Bienen auf dem Balkon oder auf dem Balkon oder sowas in der Stadt. Oder ich fange an, selbst meine Sachen zu nähen, weil ich denke, toll, ich kann das einfach, ich lerne das. Also das, was sozusagen auch vermeintlich oft älteren Generationen nachgesagt wird, die also sehr handwerklich und so weiter drauf sind und das auch viel vermitteln wollen, erleben wir doch Dinge, die so in diesem Zusammenhang, ja, also dass wir da relativ viel selber DIY, also Do-It-Yourself sind so Schlagwörter und da stützen wir uns natürlich sehr daran an Diensten, die uns sozusagen zeigen, was andere machen. Da rede ich zum Beispiel von solchen Diensten wie Instagram, also wo wir sehen, oh toll, das kann man auch machen. Und das ist noch gar kein Bildungszusammenhang. Ja? Und dann gibt es so etwas wie Makerspaces, da habe ich dann auch noch eine kurze Grafik mitgebracht, die ich gleich zeige. Also Orte, die sich vielleicht ganz abgefahren anhören, weil da möglicherweise auch 3D-Drucker drinstehen. Aber es gibt auch so etwas wie offene Werkstätten, die gibt es natürlich auch schon seit vielen Jahren, aber es gibt so eine Art Neuentdeckung dieser Orte oder Repair-Cafés, wo man hingehen kann und sich Hilfe holt. Ja? Also Menschen, die da sind,
sich vielleicht ehrenamtlich in Schichten eingeteilt, da engagieren und sagen, ich kann dir das zeigen, wenn du da Hilfe brauchst. Also das sind, und das sind so dieser Zusammenhang, der mich umgetrieben hat und immer noch umtreibt. Und Bildungsmenschen haben die Angewohnheit, dass sie das sofort für sich okkupieren und sagen, super, das machen wir auch. Also trifft sich sozusagen die handlungsorientierte Medienpädagogin und die wahnsinnig begeistert ist von diesen Machen-Menschen, die sagen, ich zeige euch das und wir bieten ja einfach einen Raum und wir haben vielleicht, nehmen ein paar Euro dafür, dass ich euch zeigen kann, wie so ein abgefahrener Velu-Cutter funktioniert oder so. Und das sind so diese zwei Dinge, die zusammenlaufen. Okay, also das heißt, also ich kann zum Beispiel so aus dem Prinzip der Gemeinwesenarbeit, gibt es ja schon seit ganz vielen Jahren, ich sag mal, kommunikative Orte, Treffpunkte, vielleicht auch Fahrradwerkstätten oder auch, wie du schon gesagt hast, so Repair-Cafés, was jetzt ja erstmal so gar nichts mit Medien oder mit digital zu tun hat. Das sind einfach Orte, wo Menschen zusammenkommen, sich unterstützen, etwas reparieren, sich unter die Arme greifen und dadurch auch der Zusammenhalt auch im Stadtteil oder im Viertel dann auch gefördert wird. Das heißt, das würde auch schon in diesen Geist des Makerspaces oder des Making reinfallen. Also ich sag ja. Wir haben da tatsächlich auch in unterschiedlichen Zusammenhängen drüber gesprochen, was ist jetzt eigentlich dieses Making und gibt es so ein pädagogisches Making, also so Making in Bildungszusammenhängen oder sagt man Medienpädagogik jetzt dazu. Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Ich glaube tatsächlich, dass es ums Machen mit anderen, es steht da im Vordergrund, ja. Und wir nehmen uns verschiedene Medien, also ich habe da einen sehr weiten Begriff von Medien, zu Gebrauch, um gegenseitig auch soziale Ereignisse und auch Lernen mit anderen zusammen zu ermöglichen. Also ich bin da sehr offen, weil ich selber so eine Fragende bin, zum Beispiel auch in dem Zusammenhang mit was. Muss das jetzt digital sein oder geht auch spannende Dinge zwischen digital und analog? Also ich fühle mich da eher in so einem, selber in so einem Lernfeld, dass ich da sehr viel drunter fasse. Genau. Vielleicht kurz, ich gebe mal kurz meinen Bildschirm frei, weil ich ein bisschen was zeigen wollte oder möchte. Muss ich euch hier so zur Seite schieben, genau. Also im Grunde genommen sind das zum Beispiel, das ist eine Grafik, die Sandra Schön gemacht hat, auch eine Maker-Educatorin sozusagen, also die ganz viel sich für diese Dinge interessiert. Und wir haben in diesem Bereich sehr viel an Möglichkeiten und da ist ganz wichtig, dass wir sagen, da geht es nicht darum, besonders teure neue Anschaffungen uns zuzulegen, sondern vielleicht auch tatsächlich in den Vordergrund zu stellen, dass wir einfache Programmierumgebungen zum Beispiel vorfinden oder einfache Roboter vorfinden oder ganz kleine Platinen, aus denen man dann einen Computer machen kann. Oder es kann eben halt es sind eben halt dann auch Holzwerkstätten und so weiter. Also das ist sehr, da geht es eher darum, sich in so einer Vielfältigkeit, denke ich, zu bewegen. Und um so ein Beispiel zu nennen, auf der Maker, es gibt so eine Zeitschrift, die nennt sich Make. Und dort gibt es ein Verzeichnis, wo man erstmal gucken kann, was gibt es da verschiedene Orte. Und diese Orte heißen dann so etwas wie Makerspaces oder Fab Labs oder Werkstätten oder so etwas. Das kommt ein bisschen drauf an, wie die organisiert sind und auch was für Geräte letztendlich dort zur Verfügung stehen. Manche haben tatsächlich den Fokus auf Technik, also Technologie und sehr viel an teuren Maschinen sozusagen. Andere sind dann eher in diesem Bereich der Werkstätten, wo sehr viel Handwerk sozusagen zu finden ist. Und damit ihr mal so einen Eindruck bekommt vielleicht, was da so überhaupt gibt. Und wir können tatsächlich feststellen, dass wir in jedem, also auch im ländlichen Bereich, das ist sehr spannend, solche Treffpunkte, wie du auch schon gesagt hast, vorfinden. Der Lutz, der fragt jetzt gerade im Chat, ob es einen Link zu der Karte gibt. Den gibt es bestimmt. Dankeschön, ich habe es auch gerade aufgemacht. Genau, Lutz. Das ist
auf dem, ich suche ihn dir gleich mal raus, beziehungsweise im Nachgang. Die Maker Faire ist ein, das sind sozusagen eigentlich Jahrmärkte, Messen, die sehr viel in Deutschland, aber weltweit stattfinden. Und auf dieser Seite dieser Sammlung dieser Messen findet man diese Übersicht. Ich habe jetzt dort einen Screenshot gemacht. Ich habe gerade nachgeschaut und poste den Link gerade im Chat, maker-fair.de/makerspaces. Da gibt es die Karte. Dankeschön, danke. Und da kriegt man so ein bisschen so einen Eindruck, das ist auf den ersten Blick ein bisschen unordentlich bzw. unsortiert, ja, also weil das ja so vielfältig ist und so weiter. Und dann, wenn wir über diese verschiedenen Ausformulierungen sprechen, haben wir eben ganz viel festgestellt. Ich habe dann schon, also 2015 oder so, festgestellt, das ist ja total spannend für medienpädagogisch interessierte Leute und so die wozu ich mich zähle. Und wir haben dann gemerkt, dass relativ viele Leute sich sozusagen dieser Methoden und Werkzeuge bedienen für Bildungszusammenhänge. Bis hin zu, da gehe ich nochmal kurz zurück, bis hin zu, dass es dann auch extra Werkzeuge gibt, die nur für Kinder und für Bildungszusammenhänge gemacht worden sind. Da gibt es dann kleine Platinen, die sich Calliope nennen. Das ist dann etwas, was dann nur, also was nicht nur für Kinder vorenthalten ist, sondern das dann extra eine Umgebung ist, die das heranführen durch etwas sehr also Reduziertes für Kinder zum Beispiel. Und das gab es so vor, naja, zwei, drei Jahren, gibt es zunehmend solche Enthusiasten bis hin natürlich zur Industrie, die extra sozusagen etwas anbieten. Und deswegen entwickelt sich aus diesen vermeintlich Erwachsenenumgebungen auch etwas für Bildungsarbeit, sage ich mal. Und um diesen Schwenk nochmal zu bringen, um gleichzeitig auch zu sagen, auch zu erzählen, was ich in den letzten Jahren vor allem gemacht habe, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist natürlich so der klassische, relativ klassische Weg der Bildungsarbeit, sich mit Schule zu beschäftigen. Und da merkt man natürlich jetzt ein sehr prototypisches Beispiel für das Gebäude, dass da relativ wenig Raum ist, bis hin natürlich zu freien Schulkonzepten und so weiter, da so eine Werkstatt, die im Grunde genommen ja eigentlich nur die Infrastruktur gibt und da sind dann Leute und du sagst dann eigentlich mit deiner Idee kommst du daher und sagst, kannst du mir helfen, irgendwie nicht so richtig Platz ist. Und man sich eher über Schule in einem zeitgemäßen Zusammenhang sowas Gedanken machen könnte und auch macht schon, also dass das etwas Fluides ist und so weiter. Und deswegen haben wir da sehr verrückte Ideen, wie man zum Beispiel eben das für Kinder und Jugendliche gestalten kann. Das ist dann nicht so starr, vermeintlich starr, wie Schule zum Beispiel ist. Und wir bewegen uns dann eher in einem außerschulischen Kontext. Und die Kinder kommen aber sozusagen aus der schulischen Erfahrung, ja, also dem es 45 Minuten Taktung gibt und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und das eigentlich im Grunde genommen vorgegeben ist, was sie zu lernen haben, was am Ende sozusagen was sie wissen müssen, ja. Und das umzudrehen, auch mit, sagen wir mal, zeitgemäßen Vorstellungen davon reinzugehen, zu sagen, Kinder sind diejenigen, die die Ideen haben, wir geben ihnen die Infrastruktur und so weiter. Das ist für mich sehr, sehr spannend in den letzten Jahren gewesen, sich damit zu beschäftigen. Okay, und von den Lernfeldern oder Lernerfahrungen, was sind denn da die Ziele? Also man gibt den Kindern im Prinzip die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen. Genau. Ich würde es gerne mal an einem... Gerne. Ich muss leider ein bisschen springen, weil ich diese Voransicht nicht habe. Deswegen, es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen springe. Vielleicht erst mal so diese... Ziele, ja, genau. Mhm. Also wenn wir jetzt von Kindern und Jugendlichen ausgehen und gleichzeitig haben wir natürlich auch relativ viel im Erwachsenenbereich dazu, aber ich habe es mal so ein bisschen aufgedröselt zu dem, was wir eigentlich, ich muss immer ein bisschen springen, das ist so bei einer Voransicht irgendwie blöd. Okay, so jetzt. Also, im Grunde genommen geht es darum,
ein Produkt zu erstellen, ein konkretes Produkt zu erstellen. Und dann eben auch zu sagen, nicht alle machen das gleiche Produkt und dann wisst ihr am Ende, ihr macht jetzt das und das nach, sondern wir legen sehr viel Wert darauf, dass das ausprobiert wird und dadurch Möglichkeiten entstehen, ist sozusagen auch das Scheitern in dem Sinne, dass man sagen kann, ich merke ganz, ganz stark, wenn etwas nicht funktioniert und so weiter. Das ist so diese, wir nutzen dafür digitale Instrumente auch. Dadurch werden natürlich auch nochmal andere Fähigkeiten und Fertigkeiten auch ein Stück weit gefördert. Und wir haben ein sehr selbstorganisiertes Lernen. Das meinte ich mit dem schulischen Kontext, aus dem Sie kommen. Und wir legen sehr viel Wert auf Zusammenlernen. Ja? Und eben, dass die Erwachsenen in so einer Augenhöhe eher miteinander, beziehungsweise die Kinder eher unterstützen, als sie sozusagen als Erwachsene immer wieder als etwas wahrzunehmen, die eher, sagen wir mal, diejenigen sind, die es wissen und Kinder geben es dann wieder, sondern eher die Fragenden sind, sich unterstützen und so weiter. Das sind so die weichen Faktoren. Schulisch betrachtet ist es etwas, was sehr stark ineinander sich fügen kann und so weiter. Und natürlich auch, dass wir sagen können, wir stärken damit ein Individuum und sagen, das kannst du, das machst du ganz toll. Und du kannst letztendlich damit auch ein Stück weit natürlich auch als großes Bildungsziel deine eigene Welt verbessern und so weiter. Und das sind so diese Kontexte, in denen es nicht darum geht, vielleicht das nochmal vorweggegriffen, ich lasse es jetzt mal so, weil das, glaube ich, ein bisschen einfacher ist, dass es ganz viel aus dem Bereich von MINT kommt, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und MINT ist ein Bereich, der in den letzten Jahren oder schon viele Jahre, seit den 90er Jahren schon sehr, sehr stark gefördert ist und sehr, sehr stark auch von Stiftungen und so weiter, auch gesamtgesellschaftlich ist das etwas, was viele sozusagen, wo auch viel Geld reinfließt. Und beim Making ist dieses K entscheidend, um nicht zu sagen, also nicht nur zu sagen, wir lernen jetzt bestimmte Skills, um uns gewappnet zu fühlen für diese Zukunft, sondern wir legen ganz viel Wert auf Kreativität und Freiräume zu schaffen und so weiter. Das ist, glaube ich, der Kontext, der noch die Sache so ein bisschen auch noch offener macht und ja, ergebnisoffener macht und ein bisschen auch nicht so kalkulierbar, sage ich mal so. Genau. Okay, wie stelle ich mir denn so ein, ich sag mal, Makerspace vor? Also ich meine, du hast jetzt ja auch schon Erfahrung in ganz vielen Räumen, Bereichen gemacht. Ist das einfach eine offene Werkstatt, wo jeder hinkommen kann? Oder anders gefragt, wenn ich jetzt in meiner Arbeit so etwas anbieten möchte, was brauche ich denn, um einen Makerspace anbieten zu können? Ja, also ich würde ganz gerne dann, Entschuldigung, dass ich das, ist bestimmt total nervig, dass ich das hier so hin und her scrolle. Also ist das okay von der Ansicht her? Oder ja, sicher, natürlich. Das passt so, ja. Also ich fange mal ein bisschen kleiner an, damit ihr so ein bisschen auch es halbwegs greifen kann, was es alles sein kann und was es für Möglichkeiten gibt. Und es sind ganz kleine Dinge, die wir in diesem Bereich kennen und auch gerne einsetzen. Und das sind zum Beispiel solche Dinge, ja. Eine Taschenlampe zu machen aus ganz einfachen Mitteln. Und da geht es natürlich auch darum, diese Taschenlampe zu machen, aber auch letztendlich um sehr, sagen wir mal, mit einfachen Mitteln selber zu verstehen, wie eigentlich so eine Knopfbatterie aussieht, wie man eine LED zusammensteckt und so weiter. Und das meine ich damit, dass es eher etwas ist, was selbstorganisiert ist. Sprich, wir sagen jetzt nicht so, und jetzt nimmst du diesen Holzstück und legst das dann zusammen und machst das dann, sondern dass es etwas davon erleben kann und erfahren kann. Und man sieht daran, ein ganz kleines Beispiel dafür, wenn es geht und wenn es nicht geht. Also wenn diese LED leuchtet, ist es ein Erfolg. Und wenn sie nicht leuchtet, dann muss ich mir nochmal einen anderen Weg überlegen. Das meine ich damit, dass es etwas ist, was sehr viel über Ausprobieren, Erfahren geht, ganz, ganz viel über auch mit anderen zusammen, wie hast du das jetzt gemacht und so weiter geht. Also das ist ein ganz kleines Beispiel dafür, wo wir eben halt sehen, dass diese, so mal ein bisschen auf die Metaebene gesprochen, dass diese
Offenheit der, zum Beispiel der, ich gehe einfach mal zu jemandem hin und sage, sag mir mal, wie das funktioniert, sich bei Erwachsenen zum Beispiel ganz oft anbietet. Und Kinder haben da relativ wenig Räume für, das zu fragen. Und gleichzeitig können sie natürlich auch ganz viel voneinander lernen und durchs Ausprobieren lernen und so weiter. Und was wir zum Beispiel auch aus anderen Bildungszusammenhängen auch wiederum natürlich kennen. Ja, das spiegelt sich da zum Beispiel wieder. Ein anderes Beispiel, was sehr bekannt ist, vor allem bei jüngeren Jugendlichen, ist eben halt eine Programmierumgebung zu schaffen, extra für Jugendliche, für Kinder gemacht, ist Scratch. Scratch ist etwas, was sehr auf einer ganz grundlegenden Ebene passiert, dass man eben mit ganz einfachen Bausteinen, das sieht man hier in der Mitte, gleich sozusagen diese Bausteine hier rüberziehen kann und gleichzeitig sehen kann, was passiert. Das ist sozusagen mein eigenes Spielfeld. Es geht wirklich um Spiele zu machen. Und da auch wieder dieses unmittelbare Zeigen, wenn es nicht geht, dann brauche ich einen anderen Weg. Ja? Und da sehr, sehr offen ranzugehen. Und auch Scratch ist, also diese Community drumherum ist sehr, sehr offen. Also dass man sozusagen nicht nur sich angehen kann, oh toll, was die anderen alles an tollen Spielen machen, sondern man kann in der Regel ganz oft in diesen Maschinenraum dieser Spiele reingucken. Also sprich eine unglaubliche Offenheit zu sagen, nehmt es doch, macht selber was draus und so weiter. Das sind so kleine Beispiele, dann geht es natürlich auch in so eine Richtung von ganz kleinen Robotern, das sind dann keine IFA-Roboter oder so etwas, also die man jetzt auf der IFA findet, die menschenähnlich sind oder wollen, sondern um kleine Motoren, die anfangen zu laufen in dem Sinne. Und da Anregungen zu schaffen und da Möglichkeiten zu schaffen, mit ganz einfachen Mitteln, ich hoffe, man kann es halbwegs sehen, zu sagen, ich brauche nicht viel, um zum Beispiel mal so ein Mysterium aufzulösen. Und das vielleicht auch noch, was ich gerne als Beispiel nenne, ist dieses Telefon zum Beispiel, ist so gemacht, dass ich es quasi nicht verstehen kann. Also technisch und auch so kaum verstehen kann. Also diese Firma und auch die anderen Firmen, da nehmen sie sich tatsächlich nicht sehr viel, haben diese Produkte extra so gemacht, dass ich sie überhaupt, also dass ich völlig darauf angewiesen bin, dass mir jemand hilft. Ich kann nicht meinen Akku wechseln. Ja? Das hat sich natürlich auch nochmal verstärkt. Und da hängt natürlich auch ein Prinzip dahinter von so einer Firma wie Apple, uns natürlich möglichst viel abzunehmen, positiv gesprochen, aber natürlich auch relativ viel uns verschlossen zu gehalten. Also ich weiß nicht so richtig, was die eigentlich dahin tun, man munkelt so einiges. Und das aufzubrechen, möglichst schon frühzeitig anzufangen zu sagen, guck dir doch mal so ein Handy an. Also prototypisch. Nehmen wir es doch mal auseinander und versuchen vielleicht auch mal zu verstehen, wie das zusammengesetzt ist. Und dadurch natürlich auch zu gucken, warum hat sich Apple für diesen verschlossenen Weg entschieden. Da hängen ja auch Entscheidungen dran. Solche Dinge. Wird es ein bisschen klarer? So? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ich noch eine Frage habe, also ich war letztens auch auf einer Bildungsreise, da haben wir auch ein... wenn die hier mal ganz kurz, dass wir uns mal wieder in die Augen gucken können. Genau, und da haben wir uns auch Makerspaces angeguckt und auffällig war, dass diese alle, ich sag mal, größere Sponsoren auch haben, überwiegend auch aus der Industrie, dass da auch größere Firmen hinten dran stehen. Wie ist das denn generell mit Finanzierung von Makerspaces? Also brauche ich da irgendwie einen großen Sponsor? Kann ich auch, ich sag mal, klein anfangen, mich weiterentwickeln, dass es interessant wird oder... Wie fängt man am besten selber an? Also das ist total unterschiedlich. Viele arbeiten am Anfang zum Beispiel so eine Unterstützung bekommen oder so etwas. Es gibt auch Stiftungen, die sowas unterstützen. Und in der Regel ist es so, dass relativ viel auch natürlich von den Leuten zur Verfügung gestellt wird, an Geräten und so weiter, die dann eben halt dort stehen, in den einzelnen Räumen. Gleichzeitig funktioniert es über eine Gebühr. Also es ist sozusagen wie eine Werkstatt, die ich letztendlich anmiete. Und das ist sehr unterschiedlich vom Preis her. In Makerspace Leipzig, wo ich zum Beispiel ein Kinder- und Jugendprojekt gemacht habe, ist es so, dass
ich glaube, so 25 bis 35 Euro, das kommt ein bisschen drauf an, wie intensiv, dass man sozusagen monatlich seine Anteile dieser Werkstatt finanziert und es sich trägt dadurch, dass Leute da ehrenamtlich zeigen, sie sind halt da und man muss schichten und so weiter, dass das auch, wie du sagst, natürlich wachsen kann und da den Möglichkeiten ja keine Grenzen gesetzt sind, sondern eher zu sagen, wir schaffen da erstmal eine Möglichkeit, vielleicht hat jemand sowieso eine Werkbank und braucht es gar nicht und so weiter. Das ist eher etwas, was dann eher über, so kenne ich es zumindest, andere sind da, glaube ich, ein bisschen strenger organisiert, die dann natürlich eher über eine basisdemokratische Gemeinschaft funktionieren, wie wir es auch aus anderen Zusammenhängen kennen und so weiter. Und das dann eher wächst. So habe ich es jedenfalls oft schon kennengelernt. Ja, danke schön. Ich gebe jetzt einfach auch mal die Möglichkeit oder auch die Frage einfach mal an die Zuschauenden. Gibt es von eurer Seite aus nochmal Fragen oder Rückmeldungen, inhaltlich, Verständnis oder etwas, was euch noch interessiert in Bezug auf Making, Makerspaces? Scheint erstmal so nicht zu sein. Was sind denn so deine Lieblingsaktionen oder Spaces im Bereich Making? Kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen? Ja. Danke. Bitte. jetzt möchte ich gerne tatsächlich diese Präsentation so richtig einsetzen. Ich habe es zwar schon gemacht, aber es gibt relativ große Vorhaben. Das mache ich auch mal ordentlich an, dass man das ordentlich sehen kann. Also, diese kleinen Geschichten, da zeige ich dann auch noch und kann das auch nochmal verlinken und nochmal unter dem Blogartikel und so weiter packen, gibt es sehr viel Erfahrungen im Bildungsbereich, wie man kleine Maker-Projekte, die ich jetzt mal so kurz angerissen hatte, umsetzen kann. Und es gibt so im schulischen Bereich zum Beispiel auch die Idee, Makerspaces zu machen. Der erste Makerspace ist in der freien aktiven Schule Wülfrath entstanden. Das ist tatsächlich ein sehr freies Schulkonzept, die diesen Werkraum nochmal für sich ganz neu definiert haben. Und es wirklich auch, es gibt keine, in dem Sinne keine richtigen, wie wir es jetzt aus klassischer Schule kennen, keine richtigen Fächer, sondern eher Bänder. Und dann suchen sich die Kinder, je nachdem, eben halt auch das als Ort aus, um zum Beispiel bestimmte Inhalte zu verarbeiten zum Beispiel. Und da gibt es mittlerweile, das ist mega spannend, mittlerweile sehr viele Erfahrungen, jetzt auch in Wülfrath, aber gleichzeitig auch in anderen schulischen Makerspaces, die dann vielleicht auch manchmal ein bisschen sehr stark reglementiert sind. Also da gibt es ja nur 2 Stunden in der Woche oder so etwas. Das ist mega spannend. Gleichzeitig gibt es unglaublich viel Bewegung im Bereich der Bibliotheken. Vorreiter sind da die Bibliothek der Stadt Köln, die Stadtbibliothek, die auch insgesamt, Bibliotheken haben insgesamt einen sehr starken Wandel gerade, die sich nochmal anders in der dritten Ort zum Beispiel wiederfinden und da sagen, Mensch, wir haben die Räume, wir wollen extrem, dass die Leute natürlich zu uns kommen und da ganz viel anbieten, ganz viel möglich machen. Das ist sehr, sehr spannend in diesem Bereich. Und ich möchte gerne von einem erzählen, der Makerspace auf Zeit. Sprich also der Makerspace, also einen Ort zu okkupieren, der eigentlich für Erwachsene ist, einen Makerspace zu okkupieren und gleichzeitig auch zu sagen, ja, jetzt benutzen wir mal Kinder. Das sind die Maker Days for Kids, ein Konzept, was es seit 2015 gibt. In Bad Reichenhall hat es das erste Mal stattgefunden. Her ist dieses Foto. Und wir haben es vor 2 Wochen ganz, ganz frisch in Leipzig gemacht. Und wir sind letztendlich in den Makerspace in Leipzig gegangen. Und das ist im Grunde genommen, die haben ab 17 Uhr in der Woche offen, eine klassische Werkstatt für Erwachsene. Wir haben gesagt, wir würden gerne die Zeiten, die ihr nicht da seid, von 9 bis 16 Uhr in den Herbstferien nutzen, um da so um die 50 Kinder pro Tag unterzubekommen und die Möglichkeiten des Raums zu nutzen. Und da sind dann die Maker Days for Kids in Leipzig entstanden.
Und so sah das Ganze aus, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Das ist der Grundriss des Makerspaces in Leipzig. Und wir haben noch ein paar Angebote mehr reingepackt. Und ich darf mal kurz durchführen. Die Kinder von 10 bis 14 Jahren haben sich angemeldet dafür. Diese Tage gingen, das waren 3 Tage, 9 bis 16 Uhr. Und der 4. Tag war der Abschlusstag, und der noch ein bisschen extra war. Und es ist ein klassisches Bildungsangebot in dem Sinne. An einem Ort, wo eigentlich sonst Machen stattfindet, / auch irgendwie lernen. Ne? Wir hatten schon drüber gesprochen. Die Kinder kommen an und sie bekommen eine Führung. Das bedeutet, es gab nicht so etwas wie, okay, da gibt es einen Workshop und da gehst du jetzt 2 Stunden hin, sondern sie bekommen erstmal eine Führung von dem, was da ist. Wir bekommen erstmal alles gezeigt und ich führe euch das mal kurz rum. Es gab zum Beispiel einen Podcast-Raum, wo man also selber Hörbücher, Hörspiele, auch Podcasts im Gespräch sozusagen erstellen kann. Es gab eine Holzwerkstatt, wo man Dinge aus Holz machen konnte. Wurden natürlich auch ein bisschen auch angeregt, zu sagen, mach doch eine Holzkiste oder ein Katapult oder was auch immer und so weiter. Dann gab es ein Kreativdepot, das waren sozusagen die Materialien. Wenn die Kinder merken, okay, ich brauche was für die Holzwerkstatt und will was bemalen, dann gehe ich zu diesem Depot hin. Robotik war ganz groß und Löten gleichzeitig auch. Also diese kleinen Platinen, diese Calliope wurden eingesetzt und Schrottroboter wurden gebaut und so weiter. Dann gab es einen Lasercutter, der natürlich nicht von den Kindern betreut werden konnte, sondern die Kinder haben etwas gemalt auf Papier und das wurde dann umgesetzt, oder sie haben sich eine Vektorgrafik aus dem Internet gesucht und das wurde dann zum Beispiel auf Holz, man würde sagen, glaube ich, graviert, also so eingebrannt ist das im Grunde genommen auch oder ausgeschnitten. Das kann man auch auf Acryl machen und so weiter. Das ist ziemlich abgefahren, wenn man sich überlegt, dass man etwas auf das Papier gemalt hat und das ist dann auf Holz plötzlich zu finden. Also das ist auch für Erwachsene ziemlich aufregend gewesen und auch natürlich für Kinder. Und dann gab es eine DIY-Station. Das ist dann der Bereich, der ich mache mal meinen Shampoo selber. Und wie geht eigentlich Zahnpasta? Aus was ist denn Zahnpasta zusammengesetzt? Okay. DIY ist do it yourself, ne? Dankeschön, was? Genau. Also das selber auch Upcycling spielt dann eine Rolle. Also aus Dingen, die vermeintlich vielleicht weggeschmissen werden und nochmal neu zu definieren. Also zum Beispiel auch aus einem Tetrapack ein Portemonnaie zu machen. Gerne vorher gesäubert. Zum Beispiel so etwas. Und es gab eine Textilwerkstatt, also wo genäht wurde und so weiter. Und ich sehe das, jetzt muss ich euch mal zur Seite schieben, Moment. Und der klassische Weg, wo es dann auch in die klassische Medienpädagogik aber genauso gut ins Machen geht und deswegen verzahnt sich das so stark, ist der Minecraft-Weg. Da geht es nicht nur darum, das war natürlich den Betreuenden dort sehr wichtig, nicht nur Minecraft zu spielen, sondern wirklich auch was zu schaffen, Aufgaben zu erledigen und da eine Welt parallel zu dem, was sie sozusagen auch erlebt haben, zu schaffen. Der klassische Trickfilm und abschließend, oder überhaupt nicht abschließend, sondern bei diesem Rundgang, bei dem wir uns jetzt befinden, noch die analoge Fotografie. Also sich wirklich auch mit Entwicklung, also Fotoentwicklung, auf eine ganz andere Ebene auseinanderzusetzen. Also sie sind angekommen und haben jetzt nicht in so einem rasanten Tempo, wie ich jetzt gemacht habe, erstmal in Ruhe eine Führung bekommen und dann haben sie geguckt, was sie machen wollen. Angeregt natürlich durch Betreuende, die ungefähr 2 Personen pro Station waren, die gesagt haben, was angeboten haben, guck mal, was man hier machen kann und so weiter. Und nach so einem ersten Angebot, beziehungsweise auch kleinen Mini-Workshops, sowas wie Einführungen ins Häkeln oder so etwas, also wo man erstmal so Skills erwirbt. Manche brauchten aber gar keine Einführung, sondern sind einfach so los und gesagt, oh, cool, was kann man hier so machen und so weiter. Genau, das vielleicht zu einem großen, also für mich großes Projekt. Das sind so Eindrücke, die ich euch natürlich gerne nochmal auf den Weg geben will, wie das dann tatsächlich aussah, was ich jetzt gerade beschrieb. Also dass Kinder finden sich dann eben zusammen und machen was gemeinsam. Und wir haben natürlich diese Offenheit des Raumes und macht mal was auch ein bisschen durch kleine pädagogische Kniffe angeregt, das muss man dazu sagen, dass wir gesagt haben, es gab zum Beispiel so etwas wie Tageschallenges, also sprich, wir haben dann uns überlegt, als freiwilliges Angebot, wenn man das machen will, mach doch vielleicht mal in der Gruppe zusammen ein Produkt, was an mindestens 3 Stationen gewesen ist.
und so weiter, um sozusagen nicht nur das fertige Angebot, was ist zum Beispiel, oh, was kann man hier mit Holz machen, sondern auch letztendlich das, was ich als Anregung, zum Beispiel Dinge miteinander zu mixen, ja, also zu sagen, okay, ich kann hier vielleicht auch etwas drauflasern, zum Beispiel, das ist ein Beispiel dafür, wo ich gerade bin, aus einer Gruppengeschichte, die dann was genäht haben, einen Holzstuhl für diese Figur gemacht haben und so weiter. Also sich da sehr intensiv zum Beispiel mit einem Produkt gemeinsam zu beschäftigen. Und da wissen wir aus anderen Zusammenhängen, da ist das Produkt natürlich sehr spannend. Für uns natürlich besonders spannend ist natürlich, was da passiert, der Prozess. Und gleichzeitig noch die der andere, also die Tageschallen sind sozusagen konzeptionell sehr wichtig. Und weiteres konzeptionelles Mittel ist gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen 3 Tage exklusiv für Kinder machen. Wir hatten 54 bis 58 Kinder pro Tag, wo keine Erwachsenen, also keine Erwachsenen außer den Betreuenden Zutritt haben zu diesen Räumen. Und der vierte Tag war der Abschlusstag. Und da haben wir nicht nur üblicherweise gezeigt, was die Kinder gemacht haben, sondern wir haben das Ganze umgedreht und haben gesagt, jetzt zeigen die Kinder mal den Erwachsenen, die da sind, die Gäste, die Eltern, Interessierte, mal, was hier so möglich ist. Sie haben also dann die Grundgänge gemacht, sie haben also dann die Station betreut. Und es gab ganz rührige Szenen zwischen Eltern und ihren Kindern, die also dann zum Beispiel mal Minecraft gezeigt bekommen und völlig überwältigt waren von dieser Welt, die da möglich ist und was ihr Kind da alles wahnsinnig Tolles machen kann und macht und kann. Und auch rührige Szenen an der Nähmaschine und so weiter, die also dann völlig überwältigt waren, weil die Mutter noch nie vor einer Nähmaschine gesessen hat und ihre Tochter 3 Tage lang nichts anderes tat, als nähen für andere auch auftragsmäßig und so weiter. Und auch, um ein bisschen digitaler zu werden, auch natürlich so etwas wie mal den Trickfilm mit einzubinden und zu sagen, wie geht denn das? Erzähl mir das mal und so weiter. Und diese Kombination aus verschiedenen Dingen, das war sehr spannend. Daher auch das Bild der Mutter hier, die einen Schrottroboter baute und gleichzeitig auch, das sieht man leider nicht, die Älteren unter uns werden sich erinnern, eine Kassette nutzte, um zum Beispiel den Kopf des Roboters zu bauen und da erstmal erklärte, was das eigentlich ist und so weiter. Da sind natürlich sehr spannende Gespräche entstanden und so weiter. Und das vielleicht noch abschließend, leider sehr klein geworden, ich entschuldige das Bild und die Einblicke in die Größenordnung. Wir hatten also 10- bis 14-Jährige, in der Regel etwas über 50, fast 60, aus verschiedenen Teilen der Stadt und des Umkreises und hatten eben halt einen sehr guten Zuspruch und haben, ihr konntet erahnen, natürlich auch Sicherheitsfragen beantwortet, also da eine Lösung für finden müssen und tatsächlich nur 2 Pflaster und ein Kühlpack verbraucht, was für eine große Werkstatt, für Vielfältigkeit der Angebote, wenn man zum Beispiel auch eine Holzwerkstatt hat, sehr gut ist. Genau. Und solche Dinge eben mit Angeboten und so weiter. Ja. Super. Ja, klasse. Das war ein sehr, sehr umfangreicher Einblick in das Thema, auch in deine Lieblingsprojekte. Sehr schön. Also man merkt dir richtig, du brennst für das Thema. Das ist klasse. Ja, gegen Ende noch einmal die Möglichkeit, Fragen nochmal zu stellen oder Anmerkungen zu stellen. Meine Frage ist jetzt natürlich, wo finde ich denn im Netz noch mal weiterführende Informationen, wenn ich mich da jetzt schlau machen möchte? Gibt es irgendwie zentrale Seiten, auch um mich zu vernetzen, um andere kennenzulernen? Die Maker Faire haben wir jetzt ja kennengelernt, den Link. Aber was gibt es noch so für empfehlenswerte Angebote? Aber bevor du darauf antwortest, noch mal die Frage an alle anderen. Gibt es doch mal Rückmeldungen oder Ergänzungen? Jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, sollte das sein, bitte auch einfach in den Chat posten. Ich gebe die Fragen entsprechend weiter. Ja, Christine, wo finde ich denn noch weiterführendes Material? Also wir haben sehr viel in den letzten Jahren so ein bisschen zusammen gesammelt. Und das Tolle ist, das muss man vielleicht noch kurz dazu erklären, dass die Menschen, die sich vor allem im Bildungsbereich mit Making auseinandersetzen, auch sehr gerne
Materialien produzieren, die sie gerne weitergeben. Das ist, kommt dem Umstand sehr, sehr zugute, dass wir 2015 schon so ein Handbuch machen konnten. Gemeinsam habe ich das mit Sandra Schön und Martin Ebner gemacht. Ein Handbuch, das erstmal so ein bisschen guckt, was kann das, was ist das, wie klein und groß ist das? Und da waren wir selber total überwältigt. Den Link packe ich gerne dann noch mit rein. Solche Sachen gibt es schon. Man kann sich in seiner Umgebung tatsächlich auf dieser Karte der Maker Faire, das würde ich tatsächlich, wenn das interessiert, wirklich mal so eine Messe besuchen, informieren. Die Make natürlich gibt es als Magazin, das mehrfach erscheint über den Heise Verlag. Das ist sozusagen ein Magazin eigentlich für Erwachsene, also und die natürlich auch so für die Familie und für Bildungsangebote auch was drin haben. Das sind immer ganz abgefahrene Dinge mit drin. Und weitere, ein Märzheft, das ist eine medienpädagogische Zeitschrift, wo wir uns auch immer wieder Dinge vorstellen und zeigen. Ja? Also das lebt davon sehr stark, genau. Ja, yeah. Da würde ich vorschlagen, wenn du mir einfach so ein paar Links zukommen lassen würdest, würde ich die dann einfach mit in die Videobeschreibung mit übernehmen und auch im Blog dann mit posten. Also ich glaube, im Praxisblog sind, glaube ich, auch einige Artikel dazu und richtig auch erwähnenswert. Die Britta Wind hat noch eine Frage im Chat gepostet. Du hast zwar auch schon zur Finanzierung einiges gesagt. Britta interessiert, wie die Projekte, ich glaube jetzt auch das, was du jetzt vorgestellt hast, wie die finanziert wurde. Die Idee ist super, jedoch nur realisierbar mit entsprechenden Mitteln. Auf jeden Fall, Britta, da triffst du es richtig. Also das läuft zwar relativ viel über ein ganz leidenschaftliches Engagement und so weiter, aber auch da müssen wir am Anfang des Monats unsere Miete bezahlen. Bei dem Projekt der Maker Days haben wir klassische Förderungen bekommen. In dem Fall war es der Fonds Soziokultur, Bundesfonds, Bundesfördertopf, der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. So, das sind klassische Innovationsförderungen, anteilig. Wir hatten auch einen Teil, der sich in Projektideenförderung in Sachsen bewegte, der sogenannte Mitmachfonds. Und der Penny Förderkorb hat uns gefördert. Und da schlägt die Kerbe, würde ich mal so aus der Praxis jetzt erzählen, sehr stark, dass das ein Thema ist, was gut quasi gerade in viele Bereiche fallen kann. Es betrifft Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Couleur sozusagen, unterschiedlicher Herkünfte. Es geht um das Machen. Und das Machen ist tatsächlich auch in vielen Bereichen aus meiner Sicht unterrepräsentiert. Und das Digitale und Bildung und so weiter ist natürlich auch ein relativ vielen Bereichen so. Gleichzeitig natürlich auch unsere Bestrebungen, das wollen wir jetzt nicht nochmal, nicht einmal gemacht haben, sondern gerne noch einmal machen, dass wir natürlich auch versuchen, da eine stetigere Förderung zu bekommen. Das steht aber noch in den Sternen. Also wir haben jetzt tatsächlich Glück gehabt, dass wir auch da eine kostenlose Teilnahme ermöglichen konnten durch diese Förderungen, aber das ist eine klassische Abschluss. Also das hat jetzt ein Ende, das Geld ist auch weg so für dieses Projekt. Und ich weiß, dass einige Stiftungen da sehr engagiert sind. Wir haben ja ein großes Beispiel auch für was dann eher in Richtung Hacking geht, also was aber das Jugendhack zum Beispiel als ein großes Projekt und die zum Beispiel, da kann man sich auch nochmal informieren, ist sehr, sehr spannend, die werden mittlerweile Großteil von einer großen Stiftung zum Beispiel gefördert und haben da auch stetigen Anfang gebraucht und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Dinge, aber ja, kostet Geld und ja. Ja, gute Angebote kosten einfach Geld, aber ich glaube, da kann man einfach ganz offen drüber reden, aber es gibt Fördermittel und die man in Anspruch nehmen kann, regional wie überregional, und es ist einfach mal interessant zu wissen, wie andere auch ihre Projekte finanzieren. Genau, ansonsten kann ich immer wieder noch empfehlen für Menschen, die, ich sag mal, sich über das Thema nochmal interessieren wollen. Und zwar gibt es da so einen Blog, medienpädagogik-praxis.de. Und wenn man jetzt hier einfach in die Suchmaske mal Making eingibt, kommt man zu ganz vielen tollen Artikeln rund um das Thema.
Natürlich gibt es auch alle möglichen anderen Themen rund um das Thema Medienpädagogik, so zum Schlaumachen, zum Informieren, eine ganz feine Sache. In Ordnung, wunderbar. Wir sind am Ende angekommen und Christine, ich bedanke mich recht herzlich für deinen tollen Einblick in das Thema, in dieses Thema. Das hat sehr viel verständlicher gemacht. Das hat so ein bisschen diesen Nerd-Charakter für mich jedenfalls auch genommen. Es hat sehr viele Inspirationen auch gegeben zum Nachmachen. Und ja, in diesem Sinne einfach nochmal herzlichen Dank. Ich danke auch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Genau, Siegbert Schlor bedankt sich auch nochmal per Chat bei dir für diese ganzen Informationen. Und ansonsten, ja, weise ich nochmal darauf hin, ich lade ein, am kommenden Montag gibt es hier das nächste Webinar mit dem André Wolf von dem Verein Mimikama.at. Es geht um Fake News und Faktencheck um 19 Uhr. Ansonsten auf unserer Website eeb-virtuell.de sind natürlich auch sämtliche Webinare auch aufgelistet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag. Doch dir, Christian, nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank. Und ja, bis dahin macht's alle gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss, danke sehr.